Somit hätten wir das auch erledigt. Na du? Ja, ihr kriegt auch bald was zu fressen. Ich weiß nämlich, dass ihr darauf wartet. Hierfür bereite ich gerade hier die Fläche zu. Fläche zubereiten. Ich lasse das Bett mal in der Luft. Nö, komm. Wir wollen ja hier nicht als unordentlich gelten, ne? Zum Geburtstag besoffen ist in Ordnung, aber unordentlich, das wollen wir nicht. Im Let's Play Forum habe ich einen Thread geöffnet zu dem Thema. Also Drunk Let's Play ja oder nein. Ich wollte einfach mal die Meinung der anderen so wissen. Und einer, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, er sei hier mal gegrüßt, wer auch immer er war, meinte, Saufen für Klicks gefällt mir. Ja, das ist ja. Genau, meine Wellenlänge. Okay, pass mal auf. Das ist doch schön. Ja, acht Treppen. Das ist sowieso zu viel. Gib mal die Kiste hierher. Da muss noch mal was rein. Warum laufe ich eigentlich mit den Stiefeln in der Hand rum? Falls es hier irgendwann mal zu einem Kampf kommen sollte, dann möchte ich doch zumindest meine diamantenen Stiefel anhaben. So, als da wäre, wir bräuchten nämlich noch was anderes. Habe ich jetzt die Erde da oben gelassen? Nee. Hier muss irgendwo ein Stack Erde. Ah, da, genau. Ein Stack Erde. Aber ehe ich den verbrauche, oder gebrauche, da war doch was. So, ich weiß noch nicht. Ich will hier eigentlich zwei so lassen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Ich probiere es einfach mal. Was hat er nur vor? Kann der totale Overkill sein, ist jetzt aber auch egal. Ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert, was ich vorhabe. Na, wir werden sehen. Ja, was ich gerne tun würde, wäre mal kurz in den Iglu gehen. In den Iglu gehen. So langsam verlässt mich mein Orientierungssinn ein bisschen. Und das Mikrofon hängt wieder auf 5:30. Wett, 6. Hör mir bloß auf mit dem Schweinkram. So, Samen haben wir hier nicht. Was haben wir denn? Gitterstäbe, Sprußstairs hätten wir gar nicht bauen müssen. Nehmen wir noch ein Spruce-Slab. Diamanten, 4 Stück. 23 Emeralds. Da fällt mir doch was ein, was man damit machen könnte. Man könnte doch handeln gehen. Weißt du was?
Gesagt, getan. Nehmen wir die mal mit. Ah, ja. Nein, keine Sämlinge nirgendwo. Also müssten wir auf Tour gehen. Sämlinge holen. Bett haben wir dabei. Nein, nicht schon wieder das Bett vergessen irgendwo. Warte mal. Ich habe noch was vergessen. Ich wollte noch was gucken. Vorhin habe ich noch dran gedacht, ob wir denn haben. Nein, haben wir hier nicht. Aber weißt du was? Hier haben wir noch Eisen. Frischen wir doch mal auf den Vorrat. Und dann machen wir uns mit diesem Eisen einen Eimer. Da hier überall Wasser in der Nähe ist, denke ich mal, dass wir keine Probleme haben werden, den Eimer zu füllen. Ja. Einmal dort. Diesen dort können wir auch gleich wegschmeißen. Ich lasse mal die Wolle hier. Fenster weiß ich noch nicht. Okay. Oh, das sieht schon wieder dunkel aus. Kann es denn sein? Ist es denn die Möglichkeit? Noch sieht es nicht des Nächtens aus. Wasser. Ach, guck mal. So, und die Fackeln habe ich da drunter gepflanzt unter die ganze Geschichte, falls das jemand noch nicht geschnallt hat. Habe ich die da drunter gepflanzt? Naja gut, wir machen den Teich hier kaputt, das ist egal. Ich habe die da drunter gepflanzt, damit das Wasser nicht einfriert. Hört sich komisch an, ist es auch. In meiner Privatwelt nämlich hatte ich in einer ähnlichen Situation massivste Schwierigkeiten, weil das Wasser einfriert. Ja. Scheint also nicht zu funktionieren, mein Plan. Es friert trotzdem. Stört das eigentlich das Getreide? Ist da irgendwie ein Problem, wenn man Getreide pflanzt? Wir brauchen noch eine Garden Hoe. Eine Hoe brauchen wir noch. Ach guck mal, die Akazien wachsen hier ganz lecker. Was macht denn der Vogel da drüben? Frag mich nicht. Es ist, es sind Dorfbewohner. Es sind fucking Dorfbewohner. Und die machen eh den schönen Kram. Aber er kommt wieder zurück. Das ist schon mal ganz gut. So, eine Garden Hoe. Er guckt halt nun mal sich in der Gegend um. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Vögelchen. So, ich will mal sehen, ob das Eis sich irgendwie negativ auswirkt. Ansonsten ist mir das auch egal. Die Fackeln bleiben jetzt da unten drinnen. Das ist mir vollkommen Wurstigkeit. Nö, also das Eis scheint dem Bewässerungszustand nichts auszumachen. Vielleicht auch ganz gut, dann fallen die geernteten Spezereien nicht unbedingt ins Wasser. Haha. Die auch einen fröhlichen Haha. Ich sehe gerade. Ja, und ich weiß, irgendwer wird hier auch wieder einen ganz tollen Tipp haben. Wie man das mit dem Eis auf die Reihe kriegt. Aber ich finde, es funktioniert, also bleibt das so.
Oh Mann. Ja, ich habe noch so viel Tee und ich möchte eigentlich nicht aufhören, solange ich noch Tee habe. Yep. Ja, und ich hoffe, die Aufnahmesitzung ist nicht zu lahm für euch. Ich lasse das erstmal so. Ich hoffe, ihr habt Spaß und gute Laune. Nee, also ich hole jetzt die Fackeln da nicht wieder unten raus. Die bleiben da jetzt unten drinne. Und wir wissen fürs nächste Mal, nein, Fackeln unterhalb und so, ne? Funktioniert nicht. Ja, Versuch war es doch wert. Na du, hast du nicht ein paar Sämereien dabei, die man hier mal eben einpflanzen kann, testweise? Wäre echt Knorke von dir. Ich finde übrigens das Wort Knorke sehr, sehr geil. Ich weiß, berlinerisch. Hab ja schließlich mal in Berlin gelebt. Na du, da steht er da im Eis, der Verrückte. Wenn das gleich zufriert, dann hast du ein Problem, weißt du das? Ey, Kollege, du hast gleich noch ein Problem. Tja, Schneebiome sind schon so eine Spezialität. Guti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist das schon wieder Nacht? Nö. Mann. Kannst einen aber auch erschrecken, Minecraft. Das ist ja unglaublich. Irgendwie ist es auf einmal so finster. Wenn du weiter so mit deinem Baustand darin rumblubberst, dann nehme ich ihn dir weg. Ja, ist ja gut, dass er mit seinem Braustand rumblubbert. Dann können wir vielleicht bald irgendwelche Sachen schöne von ihm kaufen. Von ihm. Naja, das ganze Gekröse hier muss weg. Ich sehe es kommen, dass wir hier eine massive Terraforming-Aktion machen müssen. Und ich habe da drüben eine Höhle gesehen. Hallo. Ich habe da drüben eine Höhle gesehen. Die scheint ziemlich interessant zu sein. Und vielleicht findet man da ja Kohle, Kohle, Kohle. Denn wir brauchen welche. Also, wem es noch nicht aufgefallen ist, wir haben eine leichte Kohle-Shortage. Eine Knappheit. So, wo finden wir denn Gras? Oh Mann, willst du was kaufen oder was? Ja. Und es gibt keine Sämlinge in dem Gras hier. Ach, guck mal, einer. Krass. Ja, ich könnte jetzt rüberlaufen ins Savannenbiom. Da schmeißen die Dinger Sämlinge ohne Ende. Wow, irgendwo ist eine fette Höhle in der Nähe. Das ist hier eh alles unterkellert. Hier ist auch schon. Oh, da ist eine. Da wollen wir uns mal töten lassen. Ich habe jetzt mehr Bock zu bauen, Kollegen. Ich habe jetzt mehr Bock zu bauen und Grassamen zu jagen. 6 Stück. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier ist auch schon wieder ein Höhlending. Ne, und wie gesagt, also hier. Das Ganze hier ist so eine Insel. Und ich würde das Ganze gerne Brooklyn komplett widmen, diese ganze Insel. Das wäre einfach lustig. Und wenn wir dann noch Burg Alion oben auf dem Berg kriegen und von dort aus Brooklyn zu sehen ist und vice versa, dann wäre das natürlich klasse. Ja, ich frage mich gerade, wie der Creeper uns vorhin einfach mal soeben in die Luft sprengen konnte, obwohl wir eigentlich, naja, wir hatten die Diamantschuhe nicht an. Die hätten uns das Leben gerettet. Warum nicht? Möglich. So, 12, 13 Grassamen haben wir, 14 Grassamen. Und dann sollten wir auch gleich imstande sein,
die Anfänge der Landwirtschaft ans Gehen zu kriegen hier. Wir könnten natürlich auch rübergehen zu Twisted City und dort alles abernten. Sollten wir vielleicht auch tun irgendwann mal. Aber ich will jetzt nicht schon wieder hin und her rennen. Wir sind heute schon so viel hin und her gerannt. So viel Zeit verschwendet damit. Und vom Creeper in die Luft gesprengt worden. Ach nee, das war ja Fake News. Das hat ja niemals stattgefunden. Psst. So. Das. Hier fliegt schon wieder so eine blöde Fliege rum. Ist ja nicht zu fassen. Haben wir eigentlich irgendwas zu essen? Ich bin hier die ganze Zeit am Hungern. Also nicht in real life. Vorhin lecker Pizza gegessen. Hm. Lecker, lecker Pizza. Fertig Pizza. Ja, mein Curry ist alle gewesen. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin ein absoluter Curry-Fanatiker und koche gerne Curry. Verschiedenster Art. Meine eigenen Rezepturen. So, das war's mit der ersten Anpflanzung. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich baue ein weiteres Bett. Hierfür brauchen wir die Wolle. Wo ist die Wolle? Fuck, unten im Iglu. Ich weiß es, unten im Iglu. Ich baue ein weiteres Bett und werde mal versuchen, einen weiteren Dorfbewohner ins Leben zu rufen. Sollte möglich sein, auf gewisse Art und Weise. Ja, es wird langsam eng. Ich schmeiß mal die am wenigsten wertvollen Sachen hier einfach hin. Ja. Natürlich Spaß. So. Deswegen hole ich mir die auch gleich wieder. Da ist die Wolle. Okay, die hier brauche ich so schnell nicht. Haben wir denn hier sonst noch irgendwas, was man nicht braucht? Hier die Mossy Stone Bricks. Kriege ich die da noch rein? Ja. Und dann habe ich hier noch Steine. Die brauchen wir momentan noch nicht. Deswegen, wenn es geht, bitte, danke. Okay. Und dann haben wir nämlich Platz. So, und dann... Da haben wir gerade noch ein paar Plinks über. Hallo, was machst du? So funktioniert das nicht. Ja, und seht mal, so schnell geht die Wolle dahin. Ja. So, ist es denn... Es ist sicherlich nächtens draußen. Wir laufen einem Creeper genau in die Arme. Da wäre lustig nicht... Ja, behalten wir den Igloo als Erinnerung an die Anfänge oder ebnen wir den ein? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, hier können wir noch ein Bett hinstellen. Wo sind sie denn, meine Hahas? Haha. Mhm. Warte mal, ich will euch mal was Gutes tun. Pass mal auf. Hier, du. Na? Jetzt habe ich so viel gegeben. Das könnten sie eigentlich mal. So, ja, Betten sind vorhanden, 3 Stück. Und wir fangen für unseren Teil mal an mit einer weiteren Arbeit. Hierfür brauchen wir ein gediegenes Maß Erde. Oh ja. Boah, jetzt sind hier gleich irgendwie 5 Motten oder so. Kriegst die Motten. Na, Kollege?